Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzergeneral, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause SSI aus dem Jahre 1994. Jawohl, und wir befinden uns hier mitten in der Operation Blau, den Angriff auf Stalingrad im Jahre 1942 bei gutem Wetter und 27 verbleibenden Zügen. Und aktuell befinden wir uns in Zug Nr. 5. Ein Blick auf die Karte. Hier unten sind meine Verbände von der Halbinsel Kertsch auf die Taman-Halbinsel übergesetzt und konnten sich da auch festbeißen. Wunderschön! Und jetzt versuchen sie hier noch ein paar Städtchen einzunehmen, um Prestigepunkte zu bekommen. Ja, hervorragend. Außerdem können sie hier ein bisschen die südliche Flanke schützen. Könnte nicht schaden, möchte ich sagen. Derweil haben die Panzerverbände Rostow eingenommen und streben jetzt auf Stalingrad zu. Und hier, diese Verbände werde ich ziemlich schnell nachziehen, sobald hier die Restverteidigung ausgeschaltet ist. Dasselbe auch hier. Hier oben in diesem Bereich. Die meisten Verbände werden gegen Stalingrad vorrücken, aber einige werden hier über den Don setzen, um Woronesch von hinten zu greifen, weil der Don und die gegnerische Verteidigung es verbietet, direkt auf die Stadt zuzugehen. Ja, es bleibt also spannend. Sehr schade, was heißt schade, sehr traurig, ja, was heißt sehr traurig, sehr unglücklich war natürlich auch, dass der Gegner in diesem Raum einen Gegenschlag mit gepanzerten Streitkräften durchgeführt hatte und mir eine Infanteriedivision und eine Aufklärungseinheit zerschlagen hatte. Deswegen habe ich hier neue aufstellen müssen. Das ist die Einheit und jene. Hat ein bisschen geschmerzt, aber ich habe mir gesagt, das gehört ja im Kriege dazu und Speichern und Laden passt hier nicht wirklich rein. Und so stehe ich jetzt hier, habe ein bisschen geweint und werde jetzt aber ordentlich Gas geben, um diese Verluste auszugleichen bzw. mal dem Gegner zu zeigen, wie es ist, Dinge zu verlieren. Es wird hervorragend, sage ich euch. So, hier haben wir einen Stuka. Der soll mal hier drauf boxen. Das ist in Ordnung. Und der Panzer 3 hat leider seine Aufgabe nicht so erledigt. Der sollte nämlich jetzt eigentlich die Pack zerstört haben. Egal. Dann macht der Panzer 4 das halt. So, dieser Panzer 4 ist klar, ne? Jawohl. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Die Artillerie. Macht ihr Ding hervorragend und geht gleich weiter. So, dieser Panzer sollte auch klar sein, ne? Zerlegt die Falak. Und diese Brückenpioniere gehen vor. Dieser Panzer schützt hier den Übergang. Immer feste Truff. So, Süchen, der geht runter. Ich würde mal sagen, oh Moment. Wir machen hier noch einen Luftangriff und zwar mit einem Horizontalbomber. Um die Gegner hier wirklich zu zermürben. Und das war notwendig, denn ich habe auch Verluste erlitten, aber nicht so stark.
alles voll im Maße und meine Aufklärungseinheit hat jetzt dieses Ziel tatsächlich auch eingenommen. Das heißt, meine weiteren Streitkräfte können jetzt nach vorn gehen. Oh, ich gucke nochmal, ob ich hier alles gezogen habe. B, jawohl. Der geht vor. So, hier zerstöre ich noch die Artillerie, ist klar. So, und schließe mich dem Heerwurme an. Der geht hoch. So, hier habe ich jetzt einen Stuka. Der Stuka kann aber nichts mehr erreichen. Das heißt, der geht hier voran. Und ich würde mal sagen, der geht. Das setzt sich mal hier runter. Weil er es kann. So, der hier, der geht. Wie mache ich denn das? Moment. Ich habe hier eine Messerschmitt 210. Die könnte ich erstmal. Ja. Genau. Hoppala. So, wir bleiben mal hier. Moment. Da. Komme ich da mit dem Zerstörer hin? Nein, da komme ich nicht mit dem Zerstörer hin. Dann wird der Zerstörer hier unten. Na, der Panzer ist ein bisschen zu stark. Dann nehme ich hier mal den T-60 ins Visier. Wunderbar, wunderbar. Und die. Oh, hier ist noch. Oh ja, schaut mal, hier ist ja noch ein Stuka. Bestens. So, und da würde ich sagen, ich fahre jetzt hier hoch und nehme da die Städtchen noch ein. Der wird mal ersetzt. Und ich würde mal sagen, entweder. Oh, Moment. Der geht hier hin. Damit ich hier den Flughafen erobern kann. Und die anderen Truppen werde ich hier mit nach oben schicken, um hier noch ein bisschen Stärke vorzuschützen. Nicht so allzu stark sind diese Einheiten nicht. Und ich würde hier erstmal die Küste erobern und dann hier Rostow südlich des Don schützen. Also letztendlich hier noch Suzuka einnehmen. Vielleicht auch hier unten diese Stadt mit den unaussprechlichen Namen. Und dann hier irgendwie in die Südflanke von Stalingrad vorrücken. Hier unten in den Kaukasus. Nee, mache ich jetzt erstmal tatsächlich nicht. Das bringt mich zu weit weg vom eigentlichen Ziel. So, hier. Die Focke Wulfs, die kann ich jetzt wieder hier nach oben bringen. Ne, noch ein bisschen mit Jagdschutz, das ist Wunderbärchen. Kann, beziehungsweise werde, Moment. Ich werde hier das noch zerstören. Und der Panzer nimmt jetzt hier auf alle Fälle den Flughafen ein. So, dann. Ich hätte gesagt, der Panzer, der geht auch rüber. Und die Infanterie wird später folgen. Ich möchte nämlich südlich des Dons auch gegen Stalingrad vorstoßen, um hier von Süden her letztendlich die Stadt zu erreichen. So ganz grob der Plan. Ich gucke gerade, habe ich hier noch irgendein Fliegzeug? Nee, habe ich nicht. Die habe ich schon alle gezogen. Das ist gut. Die Frage ist, bekomme ich jetzt hier diese Pack klein?
Das ist jetzt hier eine gute Frage. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen aufstellen. So, der Panzer geht hoch. So, ich überlege gerade. Ich komme hier nicht drüber. Also wenn ich jetzt hier diesen Panzer nehme, naja, wohl. Ich versuche es einfach mal. So, damit habe ich hier die Truppen rausgedrängt. Das ist ja schon prinzipiell ganz gut. Hier kommt jetzt noch ein Stahuka an. Und der wird tatsächlich mal hier hinfliegen. So, dass ich jetzt hier mit einer Infanterieeinheit tatsächlich übersetzen kann. So, der kommt mal. Ach, Moment. Die kommt. Ja, was mache ich denn? Verdammt, was mache ich denn? Ich hätte gerne die Artillerie hier noch zur Unterstützung. Damit ich hier schnell ausräumen kann. Ich würde mal sagen, der geht dahin. Der geht dahin. Der geht vor. Genau. So, und jetzt, passt mal auf, hier oben. Ne? Oh, hier, 5 Flieger, geschützt von einer stationären Flak und von einer mobilen Flak, 25 mm. Und ich möchte tatsächlich sagen, ich muss hier eingreifen. Flak hin oder her. Das muss getan werden. Es gibt immer Dinge, die getan werden müssen. Und diese gehören dazu. Damit habe ich auf alle Fälle die Luftbedrohung minimiert. Ich habe sie nicht ausgeschaltet, aber minimiert. Und das ist gut. So, die Fallschirmjäger, die gehen nach vorn. Da ist noch ein Stuka frei. Der Stuka, das Sturzkampfflugzeug schlechthin, kann. Ich würde mal sagen. Das greift hier noch eine Infanterieeinheit an. Um Angriffe auf diese Gruppierung zu minimieren. So, hier habe ich ein Sturmgeschütz. Das darf sich jetzt erstmal auffüllen. Und das, wenn ich die jetzt aus. Moment, pass mal auf. Ich habe 1883 Prestige. Wenn ich die jetzt auflöse, bekomme ich dann Prestigepunkte? Weil ich werde diese Einheit nicht mehr auffüllen. Deswegen, pass mal auf. Klick. Yes. Nein, ich bekomme leider kein Prestige zurück. Naja, es war ja mal ein Versuch wert. Die kann ich mal überstärken und damit habe ich sämtliche Einheiten gezogen. Ich schaue mal rein. Jawohl, jetzt ne, hier ist wieder etwas dazugekommen. Ich werde mir aber keine Unterstützungseinheiten mehr kaufen. So, der Gegner ist dran. Wir wollen mal gucken, was er macht. Auf jeden Fall wird er oben mit seiner Luftwaffe zuschlagen. War klar. Es war mir trotzdem ein Bedürfnis, da oben seine Luftwaffe zu schwächen. Das war wichtig und richtig. So, hier, die Selbstfahrlafette, die lafettiert sich hier ein bisschen nach vorn. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier, er hat sich jetzt hier noch ein bisschen verstärkt. Da werde ich hier auf alle Fälle
ihn noch etwas ärgern. Das ist immer wichtig. So, auch hier. Hoppala. War jetzt tatsächlich nicht so angedacht, aber ne, Furcht ist Furcht. So, hier habe ich jetzt noch einen, mit dem könnte ich runterfahren. Und die Armeegruppe des Gegners südlich von Rostov konnte ich jetzt schon ziemlich, naja, schädigen, würde ich mal sagen. So. Hoppala. Moment. Der hat hier nichts aufgedeckt. Das war jetzt etwas seltsam. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen hier die Infanterie nerven. Bisschen schwach von dem Panzer. Da habe ich mir jetzt ein kleines bisschen mehr erwartet. So, hier kann er mal drauf. So, ich schaue jetzt tatsächlich mal. Hoppala. Nein, das wollte ich nicht. Ich hätte gerne. Moment. Ich habe die hier schon gezogen. Das ist natürlich sehr nicht so gut. So, jetzt ist die Frage, ich werde hier tatsächlich mal etwas vorstoßen, um die Flanke schon zu sichern. So, hier kommen jetzt natürlich noch Fahrzeuge. So, Moment, wo sind wir denn? Hier unten sind wir. Ah, lalalalala. Da würde ich mal sagen, der Stuka, der geht hier auf die größte Gruppierung. Und die Panzerverbände stoßen jetzt auf diese geschwächte Armeegruppe hinein. So, hier habe ich auf alle Fälle noch einen Stuka, den kann ich noch einsetzen. Gut, das war jetzt... nicht so gut. Die Feldhaubitze wird aus der Bewegung heraus die Infanterie zerstören. So, sehr schön. Und somit konnte ich jetzt hier schon ziemlich viel Boden gut machen. Also das hat jetzt hier wirklich getaugt. Und zwar kann ich jetzt so viel Boden gut machen, dass meine Streitkräfte gar nicht folgen könnten. Ja. So, die gehen aber hier rüber. So, die Rumänen gehen mal hoch mit. So.
So, der geht hier auf die Flak. Autsch! Böse Flak, die hat zurückgeschossen. So, der Panzer geht rüber. Und hier kann ich schon mal den KV-1 mal ein bisschen nerven. Ohne Unerfolg. Der hat ein so dickes Fell. Abwehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall die IL-2 zerstören. Die Jak ausschalten. Und die P2 ebenfalls vom Himmel holen. So, und damit hat der Gegner nämlich da keine Luftwaffe mehr. Das ist das, was ich erreichen wollte. So, die ziehen wir jetzt mal weg hier. Und schützen meine Stukas. So, hier habe ich jetzt noch eine Focke Wulf. Was kann ich mit der machen? Ja, die bleibt mal da. Die unterdrückt ein bisschen die Infanterie. Das ist in Ordnung. So, hier habe ich jetzt eine Flak. Die Flak, die kann hier oben noch mal etwas vorstoßen. Und diese Einheit mal überlegen, die nehme ich auch mit nach vorn. So, da haben wir jetzt hier Brückenpioniere. Entweder gehen die nach vorn, um dann hier, ja, das machen sie. Sie greifen aber noch nicht an, denn sie warten auf Artillerieunterstützung. So, hier habe ich noch einen Stuka, der ist schon ziemlich leer geschossen. Der wird, was würden der machen? Der geht mal hier vor. So, die Junkers 52. Ja, Junkers 53, alles gut. Die könnte ich hier mal hier vorschicken, um zu schauen, was hier so ist. Aber wartet mal, wir sind ja nicht auf der Fallucht. Ich nehme, ist jetzt hier eine Flak oder nicht? Hier fehlt mir ein bisschen die Panzerunterstützung. Ich müsste, was mache ich denn? Ich habe noch einen Stuka frei. Da kann hier noch etwas rumstukern. Die Frage ist nur, wo? Wo kann er jetzt eingesetzt werden? Hier unten ist schon alles besetzt. Ich könnte jetzt hier die Pack zerstören, aber die würde ich im nächsten Zug eh angehen. Deswegen, ach komm, ich gehe hier vor. Und mache hier KV-Panzer auf. Oh ja, und nicht mal gerade wenig. So, der wird hier nochmal verstärkt. Da habe ich noch einen Stuka. Der Stuka, der wird erstmal hier aufgetankt und aufmunitioniert. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Die, ja, hier muss ich jetzt aufpassen. Wegen dieser Truppe da. Den fliege ich mal vor. Jetzt ist der Gegner dran. Wir machen schnell. Hui! Er macht einen Ausfall. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich verliere eine Flak.
Zum Glück war es nur eine Unterstützungsflak. Oje, oje, oje. Jetzt kommt er hier mit schweren KV-Panzern angeschissen. Das ist nicht gut. Das heißt, hier muss ich jetzt drauf. Es nützt ja nichts. Den holen wir jetzt hier uns auch noch. Da kann noch einmal feuern. Und damit ist diese Kräftegruppe schon mal ziemlich am Ende. So. So, hier gehen wir vor. So, da gehen wir hier hin. Und rennen weiter, so schnell wie es geht, Richtung Stalingrad. Hier, Geschütze sind immer gut. Der geht hier rüber. Die rumänische Infanterie, die biegt hier nach Rostov ab. Der kann hier rauf. Beziehungsweise, nee, das macht er nicht. Das macht er. Wunderbärchen. Hier oben geht es jetzt hier dem Wochenescher Brückenkopf hier ein bisschen an den Kragen. Und ich würde sagen, zunächst einmal gegen die T-34. Weg ist er. So, der wird hier nochmal... Wird sich das... Ja, es lohnt sich nicht. Passt mal auf, ich mache was anderes. Ach nee, warte mal, das mache ich nicht. Ich wollte hier hoch auf dieses Feld, um dann die Flak schon zu attackieren. Problem ist, dann kommt er hier mit seinem KV-Panzer an, geht hier auf das Flussfeld und greift mich an. Nee, 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 das mache ich nicht. Das heißt, ich werde... hier rumgehen. Der wird gestärkt. Der bekommt eine Verstärkung. Der hier, der tankt sich auf. Und zwar hier. So, hier geht es jetzt weiter. So, der hier, der wird überstärkt. Und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Der KV-Panzer, der muss beschädigt werden. War nicht sonderlich gut, möchte ich meinen.
So, deswegen ziehe ich jetzt hier meine Panzer zusammen, auch wenn es relativ schwache Panzer sind. Es sind Panzer. So, und werde hier natürlich noch ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, um hier möglichst viel Schaden anzurichten. So, okay, das sieht gut aus. Die fahren hier weiter nach vorn. Wichtig, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier noch eine Focke Wulf. Kann die hier noch irgendetwas tun? Ich würde mal sagen, nein. Deswegen geht die hier erstmal auftanken. Genauso wie die. Und der Zerstörer wird sich mal hier schon mal an der Pack ausprobieren. Ja, leider nicht so ganz mit Erfolg, aber ich kann hier weitere Einheiten aufklären. Darum geht's. Der wird mal aufgefüllt. Der hält die Front südlich des Don. So, hier habe ich jetzt eine Focke Wulf. Der geht mal dahin. Leider nicht zerstört. Mein Gott, passiert. Oh, Moment. Der hat keine Munition mehr. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, der muss auf einen Flughafen. Der fliegt hier. Und der bleibt mal hier. So, da haben wir noch einen Panzer 4 Ausführung F2. So, der bleibt da. Die fülle ich tatsächlich mal auf, aber nicht mit Eliteersatz, sondern mit normalem Ersatz, auch wenn er dann, also wenn diese Einheit dann etwas an Erfahrung verliert. So, damit habe ich sämtliche Einheiten gezogen. Wir schauen mal auf die Karte. Stalingrad ist quasi schon in Sichtweite. Hier, Milarovo wurde ganz souverän eingenommen. Rossosch auf alle Fälle auch. Und auch Woronesch, da sieht es nicht ganz schlecht aus. Ne? Hier habe ich schon einen T-34 vernichten können. Ich habe drei Panzereinheiten, die sich jetzt hier auf die KV-Panzer konzentrieren. Und eigentlich könnte ich dann, was ich jetzt momentan natürlich nicht habe, vielleicht noch einen Stuka mit hochbringen. Müssen wir mal gucken. So, wir gucken hier nochmal. Jawohl, das ist die letzte Einheit. Da mache ich nichts. Der Gegner ist dran. Klar, er muss ja wieder einen auf dicke Hose machen. Ja. Wo kommt der denn her? Das war ein guter Einsatz von dem Panzer 3 Ausführung J. Das war hervorragend. So, hier muss ich auf alle Fälle. Ach, der hat wieder nichts. Der hat auch nichts. So, ich muss hier auf alle Fälle jetzt hier diese Stadt einnehmen, um den Flughafen zu bekommen. Das mache ich so. Nee, Moment, 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 Moment. Das mache ich anders. Hier habe ich noch eine Feldhaubitze und die Feldhaubitze wird erstmal hier draufschlagen.
Hui. So, und hier muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich möchte hier die Panzer natürlich gerne ausschalten. Ist klar. So. Das kriege ich auch hin. Bin ich sehr zuversichtlich. Hier gehen wir mal hoch. Moment mal. Der geht hier auf die Stuka, auf die T34. Wow. Das war ein guter Zug. So, ich brauche jetzt hier sämtliche Einheiten, die mir zur Verfügung stehen. Jetzt gucken wir mal, die habe ich noch. Nee, das wird nichts. So, damit habe ich jetzt hier den Feldflugplatz eingenommen und kann jetzt hier meine Stukas auffrischen. So, der haut hier mal drauf. Und fährt nach vorn. Da habe ich noch eine Feldhaubitze, eine leichte. Die macht ihr Ding und fährt nach vorn. Keine weiteren Fragen. So, der bleibt da unten. So, jetzt sind wir hier bei Woronesch. Jetzt geht es hier dieser Kräftegruppe an den Kragen. Zunächst einmal die Flak wegdrängen. Überlegen kurz. Und damit kann ich nämlich jetzt hier die Artillerie nachholen. So, den tun wir mal so. Der sichert weiter nach unten. Das bleibt so. Der wird überstärkt. Der wird überstärkt, beziehungsweise erstmal wieder auf Stärke gebracht. Der geht mal vor. Das Schöne ist, ich habe jetzt hier schon schön aufgeräumt. Das sieht hier ziemlich gut aus. Das heißt, ich kann hier tatsächlich schon mal Tiefangriff ausführen. Ja. Ich würde mal sagen, der geht hier tatsächlich rüber, damit ich jetzt hier noch mit einer Artillerie wirken kann. So, hier habe ich jetzt noch eine Infanterie, die geht hier hin. Da habe ich einen Panzer, der geht dahin.
So, was haben wir denn noch so? Hier habe ich noch eine Focke Wulf. Die ist voll aufgefüllt. Die wird jetzt hier nach unten gehen. Hier habe ich jetzt einen Panzer. Wo ist denn das? Ach, das ist da. Okay. Den fülle ich erstmal auf. Der bekommt noch ein Sternchen. Ja, hier ist die Frage, was dieser Panzer jetzt macht. Geht er jetzt hier hin und will meine Artillerie? Das könnte ich unterbinden, indem ich sie wegziehe, und zwar hier runter. Da haben wir jetzt noch einen Zerstörer. Der Panzer, der bleibt. Der Zerstörer geht. Was macht denn der? Der schießt mal. Ha, leider ohne irgendetwas zu bewirken. So, der geht auf die Kavallerie. Bringt auch nichts. Schade. So, bleibt auf alle Fälle stehen. Bleibt auch stehen. Ne, hier ist er vor dem KV-Panzer sicher. So, diese Einheit könnte ich jetzt ein bisschen nach vorne bewegen oder aber auffüllen, auftanken. Ha. Das kann ich in der nächsten Runde. Oh. Da war ja noch ein Panzer. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ne, hier noch zwei KV-Panzer, die Stalingrad sichern, vom Norden und von Süden. Die Frage ist, was steht hier? Normalerweise hat er hier Flak stehen oder auch Artillerie. Das sehe ich nicht. Wenn hier Artillerie steht, würde er drei Felder, also bis hierhin, wirken können. Damit wäre der Panzer, wenn ich den hier vorziehe, schon unter Feuer. Nicht gut. Der kommt mal hier hin. Ich muss hier aufklären mit dem Flieger. Nützt nichts. Der bleibt stehen. Was mache ich denn damit? Ah, der könnte. Oh, ich könnte hier rüber auch fahren. Was mache ich denn mit dem Fallschirmjäger? Die bleiben auch erstmal stehen. Der Stuka, der wird aufgefüllt, der bleibt. So, ich glaube, ich habe jetzt sämtliche Einheiten durchgeklickt. Wir werden mal die Runde enden. Ich habe noch genug Züge, finde ich. Ja. Sehr schön. Er schwächt sich jetzt hier selbst. Wunderbärchen. Neue Ausrüstung verfügbar, der Tiger 1. Wow. Hui. Hier, Sachen tun sich hier auf. Dinge. So. Was hat er da? Was hat er denn da? Eine P. Oh Gott. Die ist das. Nein, 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 nein. Da müssen wir jetzt natürlich sofort ran. Und verhindern, dass er hier Dinge tut. Der wird sich auffüllen, das ist gut. Leider nicht bekommen. Den letzten Panzer. Das ist eine starke Einheit, die muss ich noch ein bisschen niederkämpfen. Es nützt ja nichts. Der wird überstärkt.
Der kriegt auch eine Überstärkung. Ah, das lasse ich hier mal aus erstmal. Ich gehe erstmal hoch nach Woronesch. Denn hier kann ich jetzt nämlich meinen Panzer nehmen und seinen zerstören. Die Artillerie hat noch zwei Schuss. Moment. Die muss ich sinnvoll anbringen. Erstmal versuchen wir hier. Ja, ich habe jetzt einen verloren, egal. Der wird mal verstärkt. So. Ne, also oben Woronesch, denke ich, geht klar. Jetzt schauen wir uns das mal, das Drama hier vor Stalingrad an. Also hier, die Brückenpioniere wurden hier ganz schön gerupft. Der geht rüber. Der geht rüber. Die Artillerie setzt sich mal. Wo setzen die sich hin? Muss ich noch überlegen. Der geht rüber. So, die Artillerie setze ich hier hin. So, eins, zwei. Ich werde mich mal hier hinsetzen mit der Focke Wulf. Das habe ich mir gedacht. Ah, hier ist noch ein Panzer und hier ist Artillerie. Das heißt aber, ich kann hier mit meinen Stukas wirken. Hier ist kein Flakschutz. Autsch. Das werde ich hier oben auch tun. Und verbrauche da dummerweise wieder meine guten Stukas. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber ne, es muss ja. Ich bringe jetzt hier noch meine Einheiten in Position. Nichts überstürzen. So. Moment, Moment, Moment. Der geht dahin. Ah, das muss ich mir noch überlegen. Moment mal, das überlege ich mir. So, hier haben wir eine Infanterie. Autsch. Oh, schwere Verteidigung. Yeah. So, ich rutsche aber jetzt hier noch in die Stadt Ilinka ein. Wunderbar. So. Da haben wir jetzt noch einen Stuka. Was kann ich mit dem Stuka noch machen? Der greift hier unten an. Da sage ich nur, Fucht ist Fucht. Habe seine Luftwaffe zerstört und könnte. Ich werde mal hier hochfliegen. So, der wird Munition kriegen.
Ja, was mache ich denn mit dem Panzer? Der fährt mal hier vor. Ja, schaut mal den vor. Oh, nee, 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 nee. Hier muss auf alle Fälle noch mal jemand draufschlagen. Und zwar mit der Luftwaffe. Ich habe da unten noch genügend. Das würde schon passen. Der wird mal aufgetankt. Söchen, hier habe ich jetzt noch eine Messerschmitt. Einen Zerstörer. Der Zerstörer, der zerstört hier Dinge. Nein, nicht wirklich. Er unterdrückt ein bisschen. Ist auch in Ordnung. Der Panzer 3, Ausführung J, fährt nach unten. Der fährt weiter. So, der wird mal verstärkt. Der bleibt stehen. So. Na, machen wir noch. Ja, der Gegner darf noch einmal schießen. Cool. Der ist stark. Der ist wirklich stark da unten. Das darf man hier nicht unterschätzen. Und ich habe auch gesehen, dass hier in diesem Bereich irgendwo noch ein KV-Panzer rumoxidiert. Vorsicht! So, aber erstmal wird hier aufgeräumt. Ah, das sieht immer noch sehr schlecht aus. So. Will ich jetzt hier einen Stuka opfern? Ja, ich opfere hier tatsächlich mal einen Stuka. Damit der Panzer, der KV-Panzer, noch einigermaßen ruhig bleibt. So, hier werden wir jetzt die Kavallerie aus der Stadt schmeißen. Das war gut. Oh, das wird jetzt Verluste geben. Jawohl. Aber das, was ich erreichen wollte, wurde erreicht. So, jetzt erstmal mit dem Stuka draufhauen. Und damit den Panzer vernichten. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich, oder das werde ich auch tun. Moment, nee, Moment, Moment, Moment. Erstmal hier wieder draufhauen. Na. So. Damit bekomme ich nämlich jetzt hier relativ freie Hand. Meine Artillerie werde ich jetzt hier aufbauen. Und zwar in einer Art und Weise, dass die hier ziemlich gut. Oh, gut, die werde ich hier nicht aufbauen. Aber die werde ich jetzt hier vorrücken. Ebenso wie diese hier.
werden vom Winde abgetrieben. Vom Winde verweht sozusagen. Da geht man hier hoch. Gut. So, jetzt hier werden wir jetzt erstmal das machen. Das war hervorragend. Und damit ist die Panzerbedrohung hier oben erledigt. Und kann jetzt hier mit den Kräften weiter nach Osten vorstoßen. Moment, ich wollte gerne diese hier. So, da habe ich jetzt einen Stuka, der ist gerupft. Jetzt ist die Frage, wo setze ich ihn ein? Er könnte hier oben angreifen. Oder aber, der könnte hier angreifen. Da macht man hier ein bisschen Terror. Sehr schön, das gefällt. Hier ist jetzt noch eine Haubitze, die tun wir etwas nach vorn. Der bleibt stehen. Das ist ja auch eine Haubitze. Die werden wir, was werden wir mit der tun? Die werden wir nach vorn bringen. Die Rumänen halten hier die Stellung. Hier habe ich jetzt noch einen Stuka. Ein Stuka. Was mache ich mit den Stukas? Im Visier der Stukas. Die könnte ich. Was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem Stuka? Ich möchte hier noch nicht angreifen, solange die Flak da ist. Aber passt auf, ich könnte das machen. Und wenn es nur ein Panzer ist. Das sage ich nur, Fucht ist Fucht. So, jetzt habe ich hier noch einen guten Panzer. Soll er oder soll er nicht? Er kommt. Jawohl, immerhin ohne Verluste. Und die Pack wurde hier auch schon etwas geschwächt. So, der bekommt eine Überstärkung, der bekommt auch eine Überstärkung. Wir müssen uns ja für das nächste oder für die nächste Kampagne schon vorbereiten. Der bleibt mal als Aufklärer da, brauche ich nicht. Den ziehe ich zurück. Den ziehe ich jetzt hier irgendwo hin zurück, wo er noch sich ein bisschen überstärken kann. So, der ist schon, beziehungsweise den Flughafen habe ich noch gar nicht eingenommen. Die können auch hier bleiben, oder? Die tun ja niemandem weh. Oder könnt ihr hier noch ein bisschen posen, hier unten vielleicht? Ja, nicht wirklich. So, da habe ich jetzt hier noch einen Panzer. Das würde aber Verluste geben, das tue ich nicht. Der wird... Was macht denn der? Da geht mal hier rum. Ja, das bringt nichts. Gut. So, der Gegner kann jetzt noch einmal ziehen. Der ist echt stark da, ne?
Wow. Und hat hier tatsächlich einen meiner Panzer ganz schön gerupft. Aber das ist ein Vorteil, denn seinen KV-Panzer hat er jetzt hier unten von der Stadtverteidigung weggezogen. Das heißt, ich kann jetzt hier schon Dinge tun. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber ich kann sie tun. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge von Panzergeneral gemeinsam angucken. Die Folge wird bestimmt nicht lang, aber es bleibt spannend. Drum bleibt dran und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Obacht, ganz wichtig, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.